Nach einigen Jahren trägt die Stadt Wilkau-Haslau in diesem Jahr wieder ein Stadtfest aus. Anlass dafür ist der 90. Jahrestag der Verleihung des Stadtrechtes, der im August 1934 die Gemeinden Wilkau und Niederhaslau vereinte. Eines der Highlights wird der sogenannte Viaduktlauf sein, der zum ersten Mal stattfindet. Wir waren zur Pressekonferenz vor Ort. Das diesjährige Stadtfest in Wilkau-Haslau wird vom 23. August bis zum 25. August stattfinden. Bürgermeister Stefan Feustel und Andreas Hahn von Intersport Güsport in Wilkau-Haslau informierten die Medienvertreter über die Veranstaltung. Könnenstufe was dabei. Ja, vom 23. bis zum 25. August in diesem Jahr. Die Stadt Wilkau-Haslau, das Jubiläum 90 Jahre Stadtrecht. Und wir werden an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag ein Stadtfest feiern. Es wird ein umfangreiches Programm geben. Für alle Altersgruppen ist dort was dabei. Wir haben im Moment schon über 25 Händler für Angebote, für Kinder, für Imbiss. Wir haben ein buntes Musikprogramm für alle Altersklassen über alle drei Tage. Und wir haben natürlich am Sonntag den ersten Stadtlauf in Wilkau-Haslau, den Viaduktlauf. Angeregt, inspiriert und in Zusammenarbeit mit Güsport, der Kollege dann auch einiges dazu noch sagen wird zu diesem Lauf. Ja. Wir fühlen uns sehr geehrt und sind besonders stolz darauf, Teil des Stadtfestes sein zu dürfen. Wir sind angefragt worden, einen sportlichen Teil dazu beizutragen. Wir haben uns dann für einen Jedermannslauf entschieden, wo sämtliche Altersgruppen, also von den ganz kleinen bis zu den ganz großen und alten Läufern, hier teilnehmen können. Wir haben Strecken gewählt, die für alle machbar sind. Also wie gesagt, im Mittelpunkt sollte der Spaß stehen. Und natürlich auch die Action. Andreas Hahn hat auch noch einmal kompakt zusammengefasst, wie der Lauf aufgebaut ist. Die Strecken, wie gesagt, umfasst von 0,5 für die ganz Kleinen, für die Kids, 1,25 und 2,5 für die Jugendlichen. Sowohl dann im Hauptlauf über 5 Kilometer für Jedermann, beziehungsweise diesen Firmenlauf, der in diesen Jedermannslauf integriert ist. Die Strecken sind so, dass wir vom Viadukt, also von der Brücke starten, Richtung Haarer Straße. Und die längste Strecke geht halt bis zur Autobahnbrücke und von dort wieder zurück. Und Ziel ist dann hier auf dem Markt. Und die Teilnahme am Viaduktlauf lohnt sich auf jeden Fall. Also alle Kinder, die teilnehmen, und wie gesagt, wir sind ganz auf die Kinder aus. Das sind ja mal sehr, sehr viele Kinder, sag ich mal, wieder Sport treiben, dass wir die zum Sport bringen, erhalten eine Medaille für ihre Teilnahme, die erhalten für die bestplatzierten Pokale. Alle Kinder sind kostenfrei, also müssen dort sich lediglich anmelden und starten ohne eine Startgebühr. Und alle anderen erhalten natürlich dann in den Altersklassen jeweils männlich-weiblich getrennt. Natürlich auch die Siegerpokale und Urkunden. Ja, und wie gesagt, wer dann an dem Lauf teilgenommen hat oder doch nur als Zuschauer, findet eben dann hier anschließend ein sehr umfangreiches Programm. Und ich kann auch so viel sagen, es wird noch ein paar Überraschungen geben. Also es gibt nicht nur Musik und Essen und Trinken und Unterhaltung. Es wird Überraschungen geben, man wird etwas erwerben können, was es so in dieser Art und Form noch nie in Wilkau-Haslau gab. Mehr wird heute nicht verraten, es soll ja Spannung aufgebaut sein und die Spannung soll bleiben bis zur Eröffnung des Stadtfestes, wo man dann vielleicht sehen wird, was wir dort noch auf die Beine stellen. Also es erwartet Sie noch hier auf dem Stadtfest eine Überraschung, die man auch anschauen kann, die man aber auch kaufen kann. Auf die Überraschungen beim Wilkau-Haslauer Stadtfest kann man also gespannt sein. Doch auch das Programm an den drei Tagen wird vielversprechend. Ja, es gibt drei Tage ein tolles Programm. Wir haben also Angebote für Kinder, für Erwachsene, für alle Altersgruppen. Es gibt ein sehr umfangreiches Musikangebot an den Abenden, also Disco bzw. auch Live-Musik, insbesondere am Samstag bis 1 Uhr. Es wird am Sonntag den Viaduktlauf geben, der gemeinsam mit der Firma Güsport organisiert wird. Auch erstmalig, auch ein besonderes Highlight in Verbindung mit dem Firmenlauf. Und am Sonntagabend natürlich dann mit einem Feuerwerk, ein toller Abschluss dieses Festes.
Das verspricht doch schon einmal ein besonderes und abwechslungsreiches Wochenende für die Wilkauer und alle Gäste des Stadtfestes.